Ich weiß, wie wir gesehen werden und wie wir so dargestellt werden. Und, aber ich kenne auch unsere Situation. Und wer in der Situation trotzdem sportlichen Erfolg haben will, der muss enge Entscheidungen herbeisehen. Weil klare Entscheidungen wird es nicht geben. Wenn du es dann geschafft hast, dann ist es natürlich jetzt viel weniger Riesenfreude als vielmehr große Erleichterung, ist doch klar. Und da draußen zu stehen und festzustellen, dass du die allergrößten Chancen der Saison nicht nutzt in einem Spiel, in dem du keine Möglichkeit fast mehr hast, das wieder gut zu machen. Denkst du schon, ist jetzt nicht so ein günstiger Zeitpunkt, aber ja, ich denke, hochverdient dann halt doch noch gemacht. Und das steckt bei mir schon auch immer ein bisschen mit drin, dass ich denke, wer so einen hohen Aufwand betreibt, der wird dann schon auch mal belohnt. Kevin hat da eine unglaublich gewichtige Rolle und es ist einfach eine ganz, ganz schöne Geschichte, dass er das gestern so, ja, dass er es so erleben durfte. Und ich habe gerade noch am Flughafen seinen Vater getroffen, der ja sicher kein deut weniger BVB-Anhänger ist als sein Sohn. Ja, der muss das Grinsen auch aus dem Gesicht schneiden, glaube ich. Das ist einfach cool. Wir haben nach Neapel ein ganz, ganz schweres Spiel in Mainz gehabt, haben den Stand gehalten. Wir werden jetzt ein ganz schweres Spiel in Hoffenheim haben. Und das ist Normalität. Also wir haben großen Anteil daran, dass Hoffenheim die Liga gehalten hat. Vielleicht erinnert sich da Hoffenheim dran. Ja. Aber also eigentlich müssen sie uns ja über ein Dankeschreiben hinaus noch irgendwas. Also auch 11 raus und dann kicken. Aber das wird ja alles nicht passieren, sondern dementsprechend ja, sollte man mit einer recht guten Mannschaft rechnen.